Ich kann nicht glauben, dass es 5 Uhr ist, weil es im Sommer so hell ist. Soll ich vielleicht mal um 3 oder so aufwachen? Fun Fact, ich mache nie mein Make-up auf Kamera, weil ich immer denke, dass ich was falsch mache. Also mir ziemlich sicher bin, dass ich was falsch mache. Und ich nicht Leute in meinen Kommentarboxen haben möchte, die dann sagen, ja, du machst das falsch. Obwohl, eigentlich wäre es gut, oder? Habe ich ja konstruktive Kritik. We don't like feeling uncomfortable. We have to, I guess. Aber andere Geschichte, ich drücke nie den Snooze-Button, weil ich es sehr wichtig finde, Versprechen mit sich selbst einzuhalten. Und wenn du nicht mal ein Versprechen mit dir selbst einhältst, mit wem hältst du denn Versprechen ein? Ja, great. Und es regt mich halt so auf, wenn ich sage, ich stehe um 5 auf oder um 8 und dann mache ich es nicht. Das geht nicht. Ist der Tag auch schon schlecht. Ne? Versteht ihr das? Die Sache ist halt auch, wenn du das machst, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass du über den Tag noch mehr Versprechen brichst. Aber wenn du morgen schon damit anfängst, dann ist es auch Habit Stacking. Mein Spruch einfach, get comfortable with feeling uncomfortable. Und morgens höre ich eigentlich mal Podcast, Audiobook oder irgendwie so ein YouTube-Video, aber halt ein educational YouTube-Video, also was, wovon ich lernen kann, damit ich morgens einen guten Input habe. Weil Leute, ich sage euch ganz ehrlich, you don't want to be reactive to social media in the morning. Also ich finde das immer so schön, wenn ich auf Social Media gehe, weil dann habe ich gleich instant schlechtes Gefühl. Deswegen guter Content morgen, guter Tag, gutes Leben. Zwei Bücher, die ich jeden Morgen lese, sind diese hier. Einmal The Daily Stoic von Ryan Holiday, oder? Ja. Und dann noch The Daily Laws von Robert Greene. Welcher ist denn heute der 10. Der 11. Also in diesem Buch geht es obviously um Stoicism und in diesem Buch hier, das ist sozusagen eine Zusammenfassung von allen Büchern von Robert Greene und er ist auch der Autor von 48 Laws of Power und da geht es halt wirklich um die Gesetze der menschlichen Natur und wie Menschen eben so zu Macht kommen, wie man aufpassen kann, dass man selbst nicht manipuliert wird und so weiter. Auch sehr, sehr spannend. Meditations on Power, Seduction, Mastery, Strategy and Human Nature. Und hier geht es halt eben um Wisdom, Perseverance and the Art of Living. Ich habe das Gefühl, Leute lesen viel, aber wenden davon nichts an. Und ich versuche wirklich immer Dinge, die ich morgens lese, direkt am Tag irgendwie anzuwenden. Also ich versuche mich daran ganz oft zu erinnern am Tag und zu gucken, in welchen Situationen kann ich jetzt das Gelernte anwenden. Und das klappt nicht immer, aber ist eine Sache, die ich echt versuche zu machen. Und jetzt wird erstmal meditiert. Das mache ich auf keinen Fall jeden Morgen. Aber ich versuche es öfter zu machen, weil ich merke, dass mir Meditation auch so viel über den Tag bringt, weil ich den ganzen Tag gechillter bin und irgendwie so eine Coping-Mechanism habe, sag ich mal. Ich habe einen Platz der Ruhe. Am I so weird? Und Leute, jetzt, wo ich ready für den Tag bin, wird Nicht-Stören-Modus ausgemacht. Und gruselige Nachrichten kommen rein. Und ein bisschen Mindfulness gepracticed habe, sei es jetzt eben durch ein bisschen Lesen, durch Meditation, manchmal auch Journaling. Momentan journal ich nicht mehr so viel. Überlege ich erst, ob ich meine Haare glätten soll. Ich glaube nicht. Und dann mache ich morgens eine Deep Work Session und erledige gerne Sachen von meiner To-Do-Liste. Meistens sind es schulische Sachen oder irgendwas für YouTube. Heute werde ich, glaube ich, anfangen, diese Morgenroutine zu schneiden, weil sie soll einfach schon morgen online kommen. Warum mache ich vieles auf den letzten Drücker? Das geht nicht. Doch meine Haare glätten. Irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht. Nee, unnötig. Ich nutze meine Zeit und werde jetzt das Video anfangen zu schneiden. Leute, mein Klausurenphasenvlog ist so witzig. Das will ich jetzt total. Jetzt merke ich deine Schwäche endlich. Okay. In meiner letzten Klausurwoche hatte ich in jeder Klausur 13 bis 15 Punkte. Und dieses Mal habe ich sehr viel Angst, weil ich nicht. Ich packe jetzt meine Tasche. Und Leute, vielleicht habt ihr heute gesehen, dass meine Morgenroutine so ein bisschen anders ist als meine Morgenroutine davor. Logischerweise, sonst würde ich auch, glaube ich, kein Update machen. Wäre ein bisschen langweilig für euch. Und ich sage es euch, wie es ist. Ich mag einfach meine Morgenroutine zu ändern. Und ich sage euch ganz ehrlich, für euch, ihr müsst nicht immer, also erstmal mal ganz nachlegen, ja,
sehr ordentlich, die gleiche Morgenroutine über das ganze Jahr haben. Weil ich finde immer bei Social Media ist so ein Pressure mit so diesen 5 Uhr Morgenroutinen, bla bla bla. Und so, man denkt sich immer so, ja, ich muss alles perfekt machen. Nee, muss man nicht. Die Routine ist nicht in den Sand gesetzt, dass du wirklich jetzt jeden Morgen 5 Uhr joggen gehen musst oder so. Habe ich das letztes Jahr zwar auch gemacht, mache ich jetzt nicht mehr. Also irgendwie ist immer dieser Perfektionismus da auf Social Media und dieses Ästhetische. Und ich finde das null so. Man soll seine Morgenroutine immer anpassen. Jetzt ist es halt eben so, gerade passt das für mich. Vielleicht passt nächste Woche was anderes für mich. Und dann kann ich es ändern, dass es eben so zu mir passt, zu meinen Verhältnissen, zu meinen Ansprüchen, zu meiner Stimmung. Und da soll man sich auch nicht, finde ich, so sehr an Social Media, an den Influencern und YouTubern vergleichen. Deswegen, you do you, everything's fine. Podcast in den Ohren, jetzt geht's los. Das war's, ich bin wieder mittlerweile zu Hause. Das ist meine Morgenroutine. Schreibt gerne einen Kommentar, lasst ihn dann noch oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, falls euch dieser Content gefällt. Abonniert gerne und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder.